liebe Tuning-Freunde. Ihr seht es hier, mein Daily Driver, der Cupra mit 4Drive, mit OBF auf dem Prüfstand. Der hat jetzt einen LM500 bekommen, Turbolader. Wir haben eine spezielle Downpipe angefertigt mit einem 200-Zeller Euro 6 Cut. Da ist eine Fox-Abgasanlage dran und ein anderer Ladenluftkühler. Jetzt habe ich gerade ein Map dafür geschrieben und jetzt wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Der Toro ist jetzt drin, es hat ganz gut geklappt, finde ich. Wir fahren jetzt mit 1,8 Bar. Ich habe den mit 1,8 Bar abgestimmt. Wir haben natürlich noch ein bisschen Staudruck drin, weil wir die deren Downpipe genommen haben und da nur einen 2er-Zeller reingepackt haben. Aber laut Prüfstand funktioniert das so wunderbar. Wir sind dabei 570 Newtonmeter, was richtig gut ist. Und dann müssen wir mal gucken, was das so bringt halt jetzt auf der Straße. Und nach 200 wollten wir jetzt gleich mal messen. Jetzt müssen wir erstmal eine Strecke finden, weil bei uns ist hier momentan überall Baustelle. Deswegen ist es gar nicht mehr so einfach. Aber wir schauen mal gleich. Boris, was sagst du zum Ansprechverhalten gegenüber der Serie? Später oder? Ist ein Tick später, aber nicht viel. Also ich finde, der IS-38 spult sowieso schon relativ spät. Mhm. Deswegen geht es eigentlich. Also man bemerkt es eigentlich kaum. Okay, weil man sagt ja immer, großer Lader, immer spätes Ansprechverhalten, hat man jetzt in diesem Fall hier nicht. Nee, da hat Lader-Manufaktur echt gute Arbeit geleistet. Also der kommt wirklich früh. Ist auch die Generation 2 schon, also der spult auch fast wie Serie, kann man sagen. Okay. Schöne Vermutung, wo wir uns gleich bewegen würden, 100, 200? Ja, so zu zweit, eine Achterzeit bestimmt. Ja, ich denke mal so 8,8, was denkst du so? 8,5. Okay. Ich hoffe, ja. Also mit der Stage 2 bin ich schon 9,8 gefahren. Ah, also okay. Normales Stage 2, ja. 10,2, 9,8, also da müsste eigentlich ein bisschen mehr gehen. Also natürlich auch alleine, ne? Ja. Und mit Klimaanlage aus und so. Ja, fast alles. So, jetzt sind wir auf der Teststrecke, auf der freien Strecke. Hier darf man halt ja, so schnell fahren, wie man möchte. Kennt man ja auf der Autobahn. Und jetzt fahre ich mal, ich versuche jetzt einfach mal den vierten ab 80 und dann den fünften, in den fünften reinzuschalten. Und mal gucken, wie schneller jetzt ist. Schon mal frei. Ja, Autobahn ist frei. So, jetzt nerven wir die anderen mal kurz und jetzt geht's los. So. Ja, also Drake sagt 8,99. Wie viel? 8,99 Sekunden. 8,99. Das war ja schon mal besser. Aber nicht. Schon okay, oder? Für Allrad zu zweit. Ja. Ist das schon okay. Mal einen zweiten Versuch, oder? Ja, ich würde es nochmal probieren. Dann nochmal. Also eine 9er Zeit. Ich schätze aber, wenn ich alleine fahre, werde ich so eine 8, 7 oder sowas schaffen. Das ist für 450, 460 PS schon ganz gut. Ja. Zwischenbordmodus. Schaltet da ein bisschen anders. Gut. Zieht gut durch und das Gute ist halt, ich wollte den halt so leise wie möglich haben. Hört sich zwar bescheuert an, aber wenn ich so ein Auto jeden Tag fahre, dann möchte ich den halt schön ruhig haben. Und man hört halt kaum was und der ist trotzdem schnell. Und mehr geht immer. Also der Lader kann viel mehr. Wenn man jetzt eine HJS-Downpipe reinbaut mit einem 100-Zeller oder irgendwas oder ganz normal die HJS-Downpipe, dann kann man natürlich den Ladedruck noch erhöhen bis kurz unter 2 Bar. Dann hat so ein Auto auch mehr als 500 PS. Das ist kein Problem. Aber das war jetzt halt hier nicht das Ziel. Ne? Wir wollten einfach nur das Ganze so, ja, so schonend wie möglich machen. Cool. Hört der Ballfeld gut an, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Du kannst ja immer wieder Gas geben. Zieht. Man hört so das typische Fauchen hinten aus dem Auspuff.
weil es eben wirklich so ein EG-Auspuff ist. Da kommt jetzt kein wirklicher Sound raus, aber vom Staudruck her denke ich mal, ist okay. Es ist halt eine 70 mm Anlage. Das reicht für den täglichen Gebrauch so. Was sagst du im DSG? Kombiniert sich gut mit der Leistung? Super. Also 7-Gang DSG ist viel, viel besser als das 6-Gang DSG. Ist echt super, super geil, schaltet total schnell und hat überhaupt gar keine Probleme mit dem Drehmoment. Also wir könnten hier 800 Newtonmeter machen. Wenn ich das DSG dementsprechend programmiere, dann schafft es auch so 800 Newtonmeter. Okay. Ziemlich gut. Also beim 6-Gang ist eben bei 600 Newtonmeter ungefähr Schluss. Und hier kommen wir echt ein bisschen weiter. Ja, nee, ich bin voll zufrieden. Also genauso wie ich es haben wollte. Und so kann man es auch dem Kunden, also euch, ihr könnt es auch genauso haben. Und wir machen ja auch demnächst die Abgastests mit dem Euro 6 Cut. Da wird er auch durchkommen. Und dann ist es eben wirklich eine super Sache, ne? Alles legal. Das ist natürlich legal, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und jetzt kommen wir natürlich zu der entscheidenden Frage, was wahrscheinlich jetzt jeder Kunde sich stellt. Ab wann kann man das bei euch kaufen und was würde das kosten? Ja, also über die Preise muss ich natürlich nochmal genau nachdenken, weil es noch in der Entwicklungsphase ist. Aber ich sag mal, ich lasse mich ja nochmal 2-3 Wochen testen und dann rechne ich mal alles zusammen und dann in 2-3 Wochen kriegt man das auf jeden Fall bei uns. Ich denke mal, wir werden so machen, dass wir in der Videobeschreibung werden wir euch dann die Preise hinzufügen. Also wenn ihr jetzt das Video seht, genau. Das ist schon ein bisschen älter. Könnt ihr jetzt in der Videobeschreibung gucken, da stehen jetzt die aktuellen Preise drin. Ja. Kühlschrankslauf kostet aber dann separat, oder? Wenn der Kunde es wünscht. Nee, ich mach dann halt so ein Komplettpaket immer. Da ist der Kühlschrankslauf natürlich mit dabei. Okay, das ist natürlich perfekt. Die Komponenten ist ja nicht viel. Wir verbauen ja einfach nur den LM500 jetzt in dem Fall. Da kommt halt, wie gesagt, dieser Euro 6 Cut. Eine Fox-Anlage haben wir jetzt drin. Man kann natürlich auch eine HG Motorsport-Anlage nehmen, wenn es die dann gibt. Momentan gibt es halt nur die Fox-Anlage mit EG-Prüfzeichen. Und halt von HG Motorsport jetzt der Ladeluftkühler. Ne? Mehr ist ja nicht verbaut und die Software. Das reicht. Also da hat man schon die Leistung. Okay, nicht schlecht. Ja, relativ simpel. Ja. Wie lange muss ein Kunde ungefähr rechnen für den Umbau? Mit einem dran, mit abgeben? Also ich sag mal, Montag abgeben, Freitag wieder abholen sollte möglich sein. Okay, also eine Woche. Eine Woche, ja. Länger nicht. Also auf jeden Fall relativ einfach. Okay. Ist der Fahrzeug jetzt hier eigentlich auf 102 abgestimmt oder auf ganz normalen Superkraftstoff? Ich habe jetzt 102 drin. Ja. Ich habe aber die Zündung so geschrieben, dass man auch mit 98 fahren kann. Also Super Plus. Also mit Super auf gar keinen Fall. Mit Super ist nicht mehr, ist das Auto nicht mehr fahrbar. Da nimmt er so viel Zündung weg, dass es dann nicht mehr vernünftig ist. Also Super Plus muss schon sein. Okay. Sekunden oder 100. So lange? Ja, wenn du nicht launch. Kein Launch-Kontroll. Ja, ohne Launch geht es nicht. Das ist immer diesen. Ich habe das der 2 habe ich gehabt, 3,9. Okay. Mit Launch-Kontroll aber. Okay. So, das war's jetzt zum Cupra. Jetzt sind wir durch mit dem Auto. Funktioniert alles perfekt. Und falls ihr Fragen habt, einfach bei uns auf der Instagram-Seite schauen oder auf der Webseite oder bei Facebook. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.